When it all went down and the pain came through, I get it now. I was there for you. Man hat Cohn als Lord Byron des Rock und als Barden der Einzimmer-Apartments geschmäht. Seine Musik sei so melancholisch und deprimierend, dass man sie nur bei schlechtem Wetter hören könne. Wer sich das Leben nehmen wolle, möge sich eine seiner Alben auflegen. Das helfe. Die Grabesstimme, mit der er seine Klagelieder vortrage, klingen nur langweilig und monoton. Seinen Texten fehlten jeglicher Humor und die Lebensfreude. Cohn hat sich zeitlebens gegen den Ruf gewehrt, immer so furchtbar ernst und schwermütig zu sein. Trotzdem gesteht er schon am Anfang seiner Karriere ein, häufig unter Angstzuständen gelitten zu haben und deshalb stets auf der Suche nach Lebenskonzepten gewesen zu sein, die seinem Weg Orientierung und Rahmen geben konnten. Seine Mutter Mascha, die selbst unter Depressionen litt und auch in klinischer Behandlung war, riet ihm, sich bei jedem Schub zu rasieren. Cohn hat diesen Rat häufig befolgt, mit kindlicher Naivität, um der Düsternis, die seine Seele umwehte, mit einer einfachen, fast rituellen Handlung zu entkommen. Darüber hinaus war er aber stets offen für alle Ansätze, die ihm eine therapeutische Heilung in Aussicht stellten, um aus der vermeintlichen Schwäche eine neue Stärke zu generieren. Joan Baez hat einmal gesagt, wenn die Menschen meinten, ein Lied müsse einen Sinn in sich tragen, dann beweise Cohn das Gegenteil. Es müsse überhaupt keinen Sinn haben. Es komme einfach aus einem tiefsten Inneren, sodass es andere Menschen auch tief berühren könne. Cohn selbst spricht auch von Konfusionen, albtraumartigen Zuständen, Gefühlen der Einsamkeit, Entwurzelung und Verheerung, die sich spontan bahnbrechen würden in einem kaum zu steuernden Prozess der Kreation und einen Ausdruck in scheinbar ebenso konfusen wie komplizierten Versen finden würden. Wir kennen von Cohn zahllose Texte, in denen er sich der äußeren Welt verweigert, von seinem Scheitern spricht, von den paranoiden, schizophrenen und sexuell aufgeladenen Bildern mit dem Tod kokettiert. Dabei hatte es, wie er 1991 in einem Interview sagte, zumindest anfangs den Eindruck, dass alles, was er gerade schrieb, schlicht und ergreifend schön war und so den Weg zu allen Ideen eröffnete. Doch spätestens in der Begegnung mit den Beatniks, deren literarische Texte obszön und anarchisch waren und nur dem eigenen Ausdruck der Freiheit verpflichtet schienen, eröffnete sich ihm eine Gegenwelt, die ihn nachweislich beeindruckte. Trotzdem blieb Cohn für sich, ein Außenseiter, der herumstreifte und viel aufsog, aber letztlich seinen eigenen Weg ging. Meine Mutter war Kommunistin. Wenn man die ersten 15 Lebensjahre abzieht, war sie 80 Jahre Mitglied der Kommunistischen Partei. Was hat das bitte mit Leonhard Cohn zu tun? Warten Sie. 1931 fuhr sie mit ihrem damaligen Lebensgefährten Tondo Reisinger nach Moskau. Sie blieben 3 Jahre, kamen rechtzeitig vor den großen Säuberungen nach Österreich zurück. Was hat das alles? Warten Sie. Nach diversen Abenteuern, die für ein Kommunistenleben im 20. Jahrhundert symptomatisch waren, kam Mütterchen 1945 aus Auschwitz und Ravensbrück über Schweden und Paris zurück nach Wien, fand mich vor, nahm mich den Pflegeeltern weg und zog mich auf. Mit 10 kam ich in die Mittelschule und zwar mit Russisch als erste Fremdsprache. Ahnen Sie etwas? Richtig, was ich Englisch kann, trägt die Katze am Schwanz weg.
Denn Russisch habe ich vergessen, Englisch nicht gelernt. Ich bin Monoglott oder ich liebe die deutsche Sprache so sehr, dass ich mich nicht entschließen konnte, sie mit einer anderen Sprache zu betrügen. Diese Einleitungsschleife ist notwendig, um Ihnen klarzumachen, dass ich eine gewisse Inkompetenz vorweisen darf, was die Texte Leonard Cohen betrifft. Warum stehe ich da oder sitze ich da jetzt vor Ihnen? Ich sitze da, weil ich den Thomas Kraft nicht Nein sagen konnte. Ich konnte Thomas nicht Nein sagen und nicht Leonard. Nun ist es zwar nicht so, dass ich So Long Marianne mit So ein langer Lulatsch ist die Marianne übersetzt hätte, aber sehr weit von peinlichen Missverständnissen wäre ich nicht gewesen. Erinnern Sie sich an das Wort Watch für Wie spät ist es aus dem Film Casablanca? Ich musste mich also von vornherein auf die Übersetzungen werfen und so sitze ich seit etlichen Tagen, höre die Songs und lese mit. Ich muss sagen, ich hätte es nicht getan, wäre ich nicht vor einiger Zeit in Ljubljana gewesen, um dort ein Konzert des Kanadiers anzuhören. Es war wunderbar. Wonderful. Herrlich. Neben mir, links und rechts, saßen meine Gefährtin und mein Freund Johannes, die sich mit gespitzten Lippen ständig in der Nähe meiner Ohrmuscheln aufhielten, um mir die Texte ins Rohdeutsche zu übertragen. Aber ich sah Cohen aus der 19. Reihe und schon damals fiel mir eine gewisse äußere Ähnlichkeit mit mir auf. Zwar ist dieser Poet 10 Jahre älter als ich, aber sonst taten sich Gemeinsamkeiten auf, die mich verblüfften, die ich aber hier nicht weiter aufführe.